Als ich noch Schülerin an der Pachala Photograph School war, begannen wir uns mit verschiedenen Themen auseinanderzusetzen. Ich wählte das Thema Dreams and Realities, um mit Hilfe von Fotos und anderen Mitteln etwas über die Arbeiter aussagen zu können. In der Zeit, als ich daran arbeitete, suchte ich nach Fotos von den Familien der Arbeitern und ich zeigte den Arbeitern meine Fotos, die ich von meiner Fotostory hatte. Doch die Arbeiter wollten diese Bilder nicht an ihre Wand hängen, denn sie wollten die Wirklichkeit nicht sehen. Diese ist nämlich nicht so glanzvoll, weil die Arbeiter nur wenig verdienen und ebenso ihre Lebens- und Arbeitsbedingungen sehr dürftig sind. Schließlich möchte sich jeder würdevoll zeigen und deshalb hängen sie lieber Bilder an die Wand, bei denen sie ihre Kraft, Würde und Schönheit zeigen können. Daher legte ich für mein Thema Dreams and Realities zwei Fotos nebeneinander. Das eine Foto war für die Dokumentation meiner Fotostory und das andere Foto haben die Arbeiter in einem lokalen Fotostudio aufgenommen. So erkennt man, was Vorstellung und was Realität ist. So I try to put two photos side by side, one that I have taken for my documentation, my Fotostory, and another they have taken from their local studio. Das ist die Geschichte dahinter. Ich versuche immer noch, die Fotos der Arbeiterfamilien und im Gegensatz dazu die Bilder, die in einem Fotostudio aufgenommen wurden, zu sammeln, um zu zeigen, wie die Arbeiter sich selbst repräsentieren möchten.